Der kleine Slice steckte sofort seine kleine Pfote in die Steckdose hinein. Aber dort hat jemand die Pfote mit den Zähnen so stark gefasst, dass es schmerzte und Slice aufholte. Aua, aua, aua! Hat Slice geschrien. Lass mich los! Oh, wie es brennt! Schnell zog Slice seine Pfote wieder von der Steckdose zurück. Aus der Küche kam überrascht seine Besitzerin Tanja angerannt. Und nun? Hat sie gesagt und den zitternden Slice zart gestreichelt. Dann fügte sie hinzu. Ach, du kleines, unvernünftiges Hündchen. Dort gibt es elektrischen Strom. Er ist gefährlich. Sei vorsichtig. Interessant. Wie sieht es aus, dieser elektrische Strom? Hat Slice gedacht, vorsichtig auf die Steckdose schauend. So klein, aber so böse. Ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen viel Sonnenschein im Leben. Gesundheit! Danke! Bitte sehr! Erfolg! Zufriedenheit! Und alles Gute! Oh, was ist das denn? Ein Geschenk? Nein, nur kein weiteres Computerspiel, bitte. Mal sehen. Echt? Eine Hundeleine? Moment mal, wo ist denn der Hund? Oh nein, ich kann es kaum glauben. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Noch ein paar Meter, einige Minuten und wir sind da. In einem Tierheim? Ja, genau. Ich bekomme einen Hund aus dem Tierheim. Wie schön! Komm, mein Lieber, du bleibst bei mir für immer. Willst du mein Freund werden? Die Antwort war doch klar und ich habe sie sofort verstanden.